Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager. Hui! Ja, alles töten! Töten! In der letzten Folge haben wir hier alles mögliche ausprobiert und bla bla bla. Ich werde dieses Spiel auch auf jeden Fall streamen. Die erste Folge kam ganz gut an. Die Leute haben geschrieben, ja, cooles Spiel, ich gucke das nicht mehr bei dir, ich stream das lieber selber. So waren die Leute drauf. Finde ich sehr strange. Der Typ will immer noch von uns seine blöden Glühwürmchen. Wir haben inzwischen auch... Warte. Wir können ja... Nee, was? Wieso haben wir denn jetzt kein Glas mehr? Ich dachte, hatten wir nicht Sand? Konnten wir nicht noch eine Flasche machen? Doch, genau, wir können noch eine Flasche herstellen. Dann hätten wir zwei Flaschen und sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Falls er wirklich zwei Glühwürmchen, ja, haben möchte. Dass man nicht ein Glühwürmchen zur Zeit abgeben kann, sondern dass man beide gleichzeitig abgeben muss. So, und in dieser Folge wollten wir auf jeden Fall einmal gucken, was hier rechts erstmal ist. Da kommen wir da irgendwie durch. Und zum anderen natürlich die Glühwürmchen abgeben, also die Quest beenden. Und wir haben noch eine neue Insel, und zwar ist die hier unten. Da auch nochmal gucken, was es da Tolles gibt. Aber erstmal, was ist das hier? Hallo. Sieht aus wie eine Gilde. Hallo, bist du die Abenteurer-Gilde? Hallo, willkommen im Museum. Ja, hi. Unsere Sammlungen sind noch eher unvollständig. Du kannst gerne helfen, alle Pakete zu füllen. Du wirst pro Paket eine Belohnung erhalten. Und eine super tolle Belohnung, wenn du alles füllst. Okay, also das ist wie das Museum bei Animal Crossing, würde ich fast sagen. Hier haben wir wirklich noch gar nichts. Ah, okay, hier, kriegst einen Fisch. Fisch? Willst kein Fisch? Ah, da rechts steht, was er haben will. Pizza, Sushi sehe ich da, ein Brot sehe ich, Schaschlik sehe ich, ein Sandwich. Okay, also dafür muss man wirklich gut kochen können. Der will Schmetterlinge und so einen Kack haben. Wildbeuter. Hier können wir doch bestimmt Zitronen abgeben. Die immer noch aussehen wie Orangen. Aber egal, machen wir einfach mal. Und ganz viel von dem Kram. Nimm einfach alles. Alles, so. Willst du vielleicht auch Kacke haben? Ich hätte Kacke im Angebot, nein. Aber er will auch noch Blümchen haben, sollst du haben. Und diese Bärchen. Ja, cool. Aber da muss man ja ganz schön viel sammeln dann. Okay, wie sieht's aus? Farm haben wir noch gar nicht, oder was? Doch. Der will auch... Guck mal, der will auch die komischen Dinger da haben. Die... Was ist das? Die Baumwolle will er hier auch haben. Ein goldenes Ei will er haben. Okay. Sehr interessant. Milch. Milch! Oh, Kühe. Kühe und Milch ist auch so eine Sache. Hier können wir auf jeden Fall sowas hier abgeben. Oder? Ja, 5 Stück will er davon haben. 5 Münzen will er haben. Er will... 5 Rubine haben, alles mögliche. Will er vielleicht sowas hier auch haben? Nee. Aber diese Ores will er auch haben. Und das hier bestimmt auch, ja. Cool, dann können wir hier zumindest mal ein bisschen was weglegen. Das finde ich doch schon mal ganz schön. So, hier die Ores kannst du haben. Willst du die vielleicht auch? Nee, diese Gelees will er nicht. Will er Kohle? Er will Kohle. Und Steine, guck mal, Steine können wir hier abschließen. Ja. Siehst du mal. Gold gebe ich ihm noch nicht. Gold brauche ich für Münzen. Okay, also hier können wir dann... solche tollen Sachen machen. Neue Gebäude gibt es auch. Guck mal, es gibt richtig viele Gebäude. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben ein bisschen was abgegeben. Finde ich nicht so schlecht. Aber es ist eher so ein Farming-Spiel. Also ich glaube, das wird sich sehr gut anbieten. Für Streaming. Aber heute habe ich leider keine Zeit dafür. Also vielleicht nach den Osterfeiertagen. Oh nein, ich habe jetzt mein ganzes Essen weggegeben, ne? Vielleicht streame ich das mal nach den Osterfeiertagen. Also quasi Montag, Dienstag, ab Dienstag wahrscheinlich. Könnt ihr gespannt sein, Leute, mal gucken. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt oder hättet. Weil es ist ja schon irgendwie so ein chilliges Spiel. Dann könnte man, während man wartet, auch immer mal mit dem Chat reden. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Streaming-Spiel, so von sich an. Übrigens, ich hab eine neue Erfahrung gemacht in meinem Leben, die ich noch nie so gemerkt habe. Und zwar, ich habe mir Tee gemacht. Richtig geilen grünen Matcha-Tee, Leute. Und dann... hat meine Tasse so richtig komische Geräusche gemacht. Also wirklich richtig komische Geräusche, so Lasergeräusche fast. Meine Mutter hat das eher assoziiert mit Mausgeräuschen, weil wir auch gerade eine Maus hier im Haus haben oder eine ganze Mäusefamilie. Aber für mich waren das eher so Lasergeräusche und das fand ich echt merkwürdig, Leute. Also, keine Ahnung, ob das jetzt der Tee war oder einfach nur die Tasse, weil da irgendwelche Risse drin waren, aber ich habe das noch nie so mitbekommen. Dass da so Lasergeräusche rauskommen. Richtig Laser, Leute. Okay, es wird wieder dunkel. Ich hoffe, diese Nacht, weil wir schon letzte Nacht nicht das Glück hatten, dass Glühwürmchen erschienen sind.
Nee. Dass diese Nacht zumindest ein Glühwürmchen erscheint. Ich dachte gerade, das Schweinchen wäre ein Glühwürmchen, aber der leuchtet einfach nur so. Wo ist eigentlich... Achso, habe ich schon mitgenommen. Goldbarren ist immer was Schönes. Jetzt ohne Witz, da ist ein Glühwürmchen. Ich sehe ein Glühwürmchen. Wir müssen das einfangen. Hier, Glas. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin Glühwürmchenfanger. Ich bin professioneller Glühwürmchenfanger. So, komm her. Haha. Stufe 10. Nice. Da ist noch eins. Komm her. Ich fang dich. Ich fang dich. Dankeschön. Okay, wir haben zwei Glühwürmchen. Oh, ich bin so glücklich. Hier, erste Quest abgeben. Ja, danke für die Kreaturen. Diese Magieschriftrollen schenke ich dir als Belohnung. Ach, so viele. Mann, doch. Dankeschön. Ich denke mal, das ist dann für das Abenteuer sein, dass man da Magier sein kann und dann krasser drauf ist. Oh, ich fürchte, dass die natürlichen Ressourcen immer noch ungezügelt abgebaut werden. Bringst du mir bitte ein paar Baumsetzlinge, damit ich den Wald beschützen kann? Was? Ich habe noch nie Baumsetzlinge gesehen. Ja, kein Plan, was du von mir willst, Bro. Was ist dein Anliegen, hä? Okay, also das ist unser Questgeber, der uns immer welche Quests gibt. Das finde ich gut. Bei Satisfactory zum Beispiel, um einfach mal zwischen den Themen zu wechseln, da gibt es zwar auch Quests, aber irgendwie ohne Ziel. Keine Ahnung. Ich mag das, wenn man... Nee, eigentlich schlechter Vergleich. Hier ist das genau dasselbe. Du kriegst eine Aufgabe, sammel das und das. Tja. Und gib es ab. Eigentlich genau dasselbe. Aber irgendwie gefällt mir das hier besser als in Satisfactory. Keine Ahnung. Satisfactory-Hater, bla 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 bla. Weiß ich auch nicht. Eigentlich mag ich Satisfactory, aber mir ist da noch zu wenig los. Ja, wir sind ein echter Angler, Leute. Ihr könnt mir gar nichts. Schon mal eine dritte Errungenschaft. Da ist noch ein Glühwürmchen. Jetzt haben wir aber keine Gläser mehr. Er hat einfach unsere Gläser geklaut. Also war das gut, dass wir zwei Gläser gemacht haben. Haben wir denn genug Sand, um noch mehr Glas herzustellen? Ja, zumindest eins. Das ist doch schon mal was. So, und wir sind Level aufgestiegen. Da gucken wir doch gleich mal rein. Und wir haben auch ein paar von diesen Magiedingern bekommen. Da frage ich mich, was das macht. Lässt dich Feen finden. Ich denke, Feen werden die MP-Zeige irgendwie hochkraxeln lassen. Keine Ahnung. Prägung. Schmieden erzeugt es jedes Mal 4 extra Münzen. Hm, ganz nett. Textilien, Stiefel, Handschuhe. Okay, später vielleicht. Ofen sind 25% schneller. Brauchen wir jetzt auch noch nicht. Feuerschalen. Boah, keine Ahnung. Steine haben wir. Juwelen. Bla bla bla. Jagen. Kochen. Kochtöpfe finde ich ganz cool. Und Farm auch. Inschrift. Schaltet Schreibtische frei. Jetzt ist die Frage: Braucht man einen Schreibtisch, um da diese Inschriften, die wir gerade bekommen haben, einzusetzen? Ich glaube schon. Deswegen, ich nehme das mal mit. Wir haben sowieso 2 Skillpunkte gerade. Schaltet Schriftrollen des Lehrlings frei. Gar keine Ahnung, was das alles ist. Schaltet Kessel frei. Klingt auch interessant. Wirtschaft. Erhaltet sofort 40 Münzen. Nehmen wir! Dann sind wir reich! Ich glaube, das ist das Unnötigste, was es gibt, aber ich nehme es einfach mal mit. Oh, ein Tresor oder was? Schaltet Tresore frei. Solange der, wenn der Tresor nicht nur für Geld ist, dann wäre das praktisch. Wir werden sehen, Leute. So, Münzen können wir schmieden. Und was haben wir jetzt noch geholt? Was war das Erste, was wir geholt haben? Ich habe schon wieder vergessen. Wir können noch ein bisschen Kohle auf jeden Fall herstellen. Und dann können wir gucken, was wir machen. Was wollen wir denn machen? Also wir wollen auf jeden Fall auf die Insel hier rüber. Dafür brauchen wir tatsächlich sogar nur eine Brücke. Zack. So, hallo, du komisches Gegnertyp da drüben. Willst du mich angreifen, hä? Guck mal, hier gibt's neue Sachen. War das ein böser Pilz? Ich glaube, der ist böse. Ja, hi. Stirb, stirb. Hast du viele Leben? Wow, okay. War das ein Stier? Oder wow, oder was war das? Absolutely kein Plan. Ist ja auch egal. Was sind das für Pilze? Kann man die mitnehmen? Nee. Man kann sie kaputt machen, aber man hat sie dann trotzdem nicht. Vielleicht braucht man dafür eine andere... ja, was anderes, außer die Spitzhacke. Ein anderes Werkzeug, das kann ich mir vorstellen. War gar kein Plan. Der Regenbogen hier bringt leider auch nichts. Dann wird das hier unsere Urlaubsinsel, Leute. Also wenn wir später mal Bürgermeister sind, dann bauen wir hier unsere ganzen Gebäude hin. Hier dürfen die Leute dann leben. Und dann machen wir hier auch... Das machen wir hier richtig schön, Leute. Bei dem Regenbogen, da fühlen sich dann alle toll. Nein, das wird unsere LGBT-Insel hier. Ja! Hier kommen die ganzen Schwulen und Lesben und was es nicht alles gibt hin. Ich weiß, es gibt noch mehr. Es gibt noch Trans und was weiß ich. Die kommen hier alle hin. Und die Furries!
Das ist unsere Fury-Insel hier, ja. Und die My Little Pony-Insel ist das auch. Einfach alles. Die ganzen komischen Fandom-Inseln. Das ist unsere Fandom-Insel hier. Ja, ja, ja. Das finde ich gut. Ja, wir können leider auch noch nichts mit den Pilzen machen. Das ist voll traurig. Eventuell zu einem anderen Zeitpunkt. So, die Insel haben wir erstmal ausgebeutet. Wie sich das für einen echten Abenteurer gehört. Wenn man auf eine neue Insel kommt, erstmal alles ausbeuten auf dieser Insel. Und alle Bewohner da töten. So macht man das als Europäer. Seit Anbeginn der Zeit ist das schon so. Au, lol. Mag dich nicht. Jetzt spawnen die einfach auch auf meiner Insel. Das ist natürlich nicht so geil. Ah, viel zu viele Gegner hier. Was wir bräuchten, wäre mal neue Werkzeuge jetzt. Ganz ohne Quatsch. Knochen haben wir immer noch nicht. Schlüssel bringt uns nichts. Münzen wäre noch so eine Sache. Haben wir Goldbarren? Ja. Münzen wäre eine Sache, die fände ich echt toll. So, beziehungsweise wie viele Münzen haben wir denn gerade zur Verfügung? Das können wir gleich mal nachgucken. Was haben wir jetzt eigentlich dafür bekommen, dass wir das Zeug abgegeben haben in dieser Gilde? Ich nenne das jetzt einfach die Abenteuergilde, weil das für mich so aussieht, als wenn es das wäre. Ist kein Museum für mich. Ist eine Abenteuergilde. Ja, ja, ja. So, Münzen. Nein, ich wollte mehr Münzen herstellen. Egal. Hallo, ich will nur in die Abenteuergilde. Oh, lasst mich in Ruhe. Ich will nur in die Oh, lol. Leute, jetzt langt sie aber mal. Das ist schon so ein bisschen nervig, dass immer alles Mögliche spawnt. Farmen. Was willst du von mir? Habe ich davon irgendwas? Ein paar Eier habe ich abzugeben? Ich habe ganz viele von diesen Eisenohr-Dingern hier. Das sollte lang, oder? Ja, abgeschlossen. Ach, müssen wir zu ihm gehen, damit er uns irgendwas gibt? Willkommen im Museum. Oh, unsere Sammlungen sind... Ja, bla bla bla. Ja, ich habe schon geholfen. Du hast pro Paket eine Belohnung erhalten. Und eine super tolle Belohnung, wenn du alles erfüllst. Ja, aber ich habe nichts bekommen. Was habe ich denn bekommen? Einfach nur Gold oder was? No one knows. Ich habe schon zwei Sachen hier abgegeben oder gibt mir einfach gar nichts. Was sind das eigentlich für komische andere... Ach, das ist Kohle da unter. Unter dem Stein. In der zweiten... In dem zweiten Punkt. Alles klärchen. Tschüss. Warte. Können wir hier Münzen abgeben? Ne, das sind extra Münzen, ne? So komische Münzen. Und was kann man mit den Inschriften hier machen? Schriftrolle des Druiden. Oh. Was ist jetzt passiert? Sind wir irgendwie besser geworden? Wert 325. Schriftrolle des Druiden. Ich will die beiden anderen jetzt nicht einsetzen, weil ich nicht weiß, was es macht. Wir haben es auf jeden Fall konsumiert. Das ist positiv, oder? Yo, der kann einfach über die Insel rüberhüpfen. Okay, kleines Schleimchen. Hab dich auch lieb. Lup, lup, lup. Gelieschen. Das war natürlich ein Gelieschen und kein Schweinchen. Sorry. Okay. Ich frage mich gerade, was wir denn überhaupt machen wollen. Jetzt haben wir hier alles Neue schon mal entdeckt. Wir haben relativ viel Geld. Wir können halt auch immer noch nichts Neues hier machen. So gar nichts. Oh, einen Schreibtisch können wir bauen. Dafür brauchen wir Ziegel. 20 Stück an der Zahl. Ja, dann. Wir brauchen mehr Kohle. Aber ich habe gesehen, auf der anderen Insel hier gibt es noch ein bisschen Kohle. Da will ich. So eine Kohleohr ist schon immer ganz nett, muss ich sagen. Ich glaube, als nächstes werde ich auch nochmal den Skill holen, dass wir mehr aus diesen Dingern rausbekommen. Obwohl, haben wir das schon nicht? Bin wieder verwirrt. So, der stellt hier her. Wir brauchen 20, haben 6. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kohle. Und dafür brauchen wir mehr Bäume. Komischer Schleim. Bäume. Helf mir, Bäume abzufällen. Plapp, 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 plapp. Plopp. Leider keine Kohle. Das ist super sad. Ja, fangt mir alles Mögliche. Das fand ich bei Stardew Valley auch immer ultra nervig. Immer diese Reusen, die man jeden Morgen erstmal wegmachen muss. Erstmal entleeren muss. Das hat immer eine Stunde an Ingame-Zeit gekostet. Blab, blab. So, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Nicht nur eine. Ach. Kohle, Kohle. Schalala. Aber ich glaube, wir brauchen auch Holz für das Ding, das wir bauen wollen, oder? Einmal kurz gucken. Wir wollen Magie-Schreibtisch. Ja, Holz und Ziegel. Wir brauchen also 12 Holz auf jeden Fall.
Heißt, wir machen... Ja, 40 brauchen wir ja gar nicht. Mach mal so 20 Kohle und dann soll es uns eigentlich ganz gut gehen. Kluck, 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 kluck. Alter, das Hühnchen hat dahin geschissen. Hast du fein gemacht, kleines Hühnchen? Ich sammel's gleich ein. Ich mag Scheiße. Scheiße ist toll. Die riecht immer so gut. So, gib her. Danke. Ich weiß doch noch nicht, was man mit dieser Scheiße machen kann. Aber Scheiße haben ist immer gut. So. Ich bin hungrig. Der ist so häufig hungrig, jetzt ohne Witz. Aber wahrscheinlich geht das auch schneller runter, umso mehr man arbeitet, oder? Oder geht das immer um dieselbe Anzahl runter? Das weiß ich halt auch noch nicht. Es dauert so lange, diese Kohle herzustellen. Boah. Lul, ein Smaragd. Da, 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 da. Ich will den Schreibtisch herstellen. Aber wahrscheinlich kann man am Schreibtisch nur diese Insignien selber basteln, oder? Oh, Kohle, nice. Aber dann weiß ich immer noch nicht, was die genau machen, ist die Sache. So, drei Kohle noch. Ich glaube, ich habe zu viel Kohle da reingestellt. Da ist noch eine Kohle-Aura. Komm, gib her. Gib her den Kack. Ich liebe Kohle. Kohle, 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 Kohle. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, welchen Weg ich jetzt beschreiten will. Den Abenteurerweg oder den Wirtschaftsweg, den fände ich auch ganz interessant. Hier den Bürgermeisterweg eigentlich auch. Also eigentlich sind alle Wege interessant. Außer der Farmerweg. Auf den habe ich am wenigsten Bock irgendwie. So, wir brauchten 20 davon. Dann stell mal 20 her. So. Können wir gleich unseren schönen Schreibtisch bauen. Und dann ist alles cool. Kleiner Blobby noch töten. Hühnchen mitnehmen. Was haben wir dann eigentlich so im Inventar? Wir können auch einen Skill nochmal verbessern. Und wir nehmen. Und wir nehmen. Und wir nehmen. Und wir nehmen. Wir wollen nicht farmen. Eventuell wollen wir kochen. Schürfen klingt auch ganz gut. Erhöht die Chance beim Graben auf seltene Items. Okay, Feuerschalen, bla bla bla, finde ich alles nicht so toll, Ofen. Das ist ganz nützlich, gerade wo wir jetzt gerade so viel mal schmelzen müssen, ne? Dass es dann alles ein bisschen schneller ist. Schuhe und so sind mir sowas von egal. Fackeln. Fackeln, damit es später... Ah! Fackeln, damit später nicht so dunkel ist und diese Monster können wahrscheinlich nur an Orten spawnen, wo es dunkel ist. Dann ist das so ein bisschen wie bei Minecraft, oder? Komm, dann nehmen wir das mit. Dann können wir unsere ganze Insel mit Fackeln ausstatten und dann kommen diese blöden Monster nicht mehr an. Das fände ich gut, wenn das wirklich so ist. Wie viel... Was müssen wir machen für eine Fackel? Holz und Kohle. Okay, komm, wir setzen jetzt überall mal ein paar Fackeln hin. Da kommt eine Fackel hin und da kommt eine Fackel hin und dann kommt da noch eine Fackel hin. Da, da. Passt ja nicht viel, oder? Wieso können wir hier hinten nicht mehr bauen? Keiner weiß es. Da noch. Und wir haben keine Kohle mehr. Na gut, ist aber okay. So, bist du dann irgendwann mal fertig hier? Ich will auch mal irgendwas anderes machen. Na gut, solange der dann noch rumarbeitet, können wir uns ja nochmal Land kaufen. Oh Gott. Okay, können wir nicht. What? Wieso ist das Land denn jetzt so teuer? Überall. 270 ist das günstigste. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen Münzen hier prägen. Ach du Kacke, wird das teuer alles. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall auch... hier diesen Schreibtisch einmal bauen. Wo soll der hin, Leute? Was sagt ihr? Da ist gerade ein Gegner gespawnt, das finde ich nicht so toll. Wir packen den erstmal da unten hin. Man kann den ja später noch abbauen und woanders hin tun, falls er da jetzt hässlich ist. Gerade provisorisch kann der aber da auf jeden Fall erstmal bleiben. So, was können wir hier machen? Papier herstellen und ein modriges Buch. Ja, stell mal zwei Papier her. Aus Blumen und was war das andere? Holz. Blumen und Holz. Daraus macht man Papier. Kenn ich auch so in der Wirklichkeit. Da haben wir mal ein paar Blumen. Und packt dann Holz dazu. Dann wird das ein Blümchenpapier. So. Diese Insel bringt uns leider noch nicht so viel, weil hier anscheinend sehr viele Pilze noch spawnen. Und die jetzt nicht... Wir können sie halt noch nicht einsammeln. Essen. Essen. Wir sollten auch bald mal wieder unsere Fische natürlich ein bisschen braten. Könnte sich auch lohnen, aber jetzt haben wir wieder keine Kohle, ne? Was haben wir denn jetzt eigentlich eingesammelt? Wir, warte, konnten wir nicht irgendwas bauen? Nee, Farm, Fackeln, Magie. So, was brauchte man hier für das modrige Buch? 5 Papier. Ach, und da stehen dann wahrscheinlich die Zaubersprüche und so drin.
Okay, Fäden und Papier brauchen wir. Das heißt, wir brauchen Holz und Blumen. Dann sind die Blumen ja doch nicht unnötig. Ja, da, eine Blume. Gib die Blume her. Danke. Wir brauchen Holz, Blumen, Gold, Eier, alles. Alles ist wichtig. Ich habe irgendwie Angst, dass ich die Fackeln wegschmeiße. Wenn ich die einmal angreife, dann sind sie bestimmt kaputt. Können wir denn hier noch was Neues machen? Großer Rucksack. Zu teuer. Königskleidung vor allem. Was kosten Fäden? Nicht so viel. Wir brauchen, glaube ich, noch drei, ne? Dann stellen wir das doch einfach mal her. Würde ich einfach mal so sagen. So ganz leger. Tolle Sache. Danke. Okay, Ich habe schon wieder vergessen, was genau wir brauchen. So, wir brauchen. Fäden haben wir genug. Wir brauchen noch Papier. Dafür brauchen wir Holz. Und Goldbarren. Holz. Okay, Holz. Holz, Holz. Ich und mein Holz. Ich haue gerne auf Holz, denn Holz ist toll. Das ist ein ganz schön krasses Farmspiel, jetzt ohne Witz. Man muss sehr, sehr viel farmen. Schon chillig irgendwie. Ein bisschen mehr Action wäre schön, also mit so Bossen und so. Ich weiß, dass es später halt noch Bosse gibt. Und ich freue mich auch auf ja, das Mittel-Endgame, wo man dann Bürgermeister und so wird. Weil gerade ist wirklich nur Farming-Simulator-Action hier am Start. Obwohl wir natürlich richtig krass sind und eine Ausweichrolle machen können. Vor dem bösen, bösen, hui. Vor dem bösen Kohle-Dingern hier. So. Okay, was hast du für mich? Wir brauchen 5 Papier. Können wir 3 Papier? Wir haben keine Blümchen. Wo kriege ich denn jetzt Blumen her? Blume. Oh, ey. Der braucht so viel Essen immer. Das ist unnormal, wie viel Essen der braucht. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Hast du vielleicht ein Ährchen für mich? Danke, liebes Küken. Ist ja noch irgendwo Blümchen? Blümchen? Man braucht einfach 5 Blumen und man kriegt immer nur eine Blume pro... Danke für die Scheiße. Man kriegt immer nur eine Blume pro Blume. Ist voll blöd. So, jetzt haben wir 5. Jetzt können wir auf jeden Fall noch eine Seite herstellen. Zack. Fehlt noch eine. Das heißt, wir brauchen noch 5 Blumen. Hier unten sind auf jeden Fall einige Blumen. Und was auch richtig... Na, nee, hier. Ich werde hier... Lol. Ich werde hier erstmal keine Fackeln hinstellen, weil diese... Danke für Level 12. Diese Insel wird jetzt einfach unsere Farminsel erstmal und später wird es dann zu unserer Wohninsel, zu unserer LGBT-Insel, wie gesagt. Das wird toll, Leute. Da haben wir doch einen Plan vor unseren Augen. Finde ich ganz gut. Hallo, Glühwürmchen-Ding. Haben wir... Nee, 3 Blumen fehlen immer noch. Wo soll ich denn so schnell so viele Blumen herbekommen? Gibt es hier noch irgendwo Blumen? Da drüben ist eine Blume. Kommt man hier durch? Hier. 1, 2. Eine Blume fehlt noch. Vielleicht hinterm Haus? Schade. Hätte ja sein können. Eine Blume fehlt noch. Gib mir bitte eine Blume oder ein bisschen Eier. Eier finde ich auch ganz toll. Ja, eine Blume fehlt noch. Wo kriegen wir denn jetzt eine Blume her? Leute, haltet die Augen offen. Seht ihr irgendwo eine Blume? Hier hinter? Irgendwo? Ich kann mir vorstellen... Uppala. Ich kann mir vorstellen, dass die Blumen nur am helllichten Tag irgendwie blühen und nicht in der Nacht. Wäre ganz cool, wenn der Programmierer darauf geachtet hätte. Aber so wie ich ihn einschätze, hat er dran gedacht, dass sie nicht einfach zu jeder Zeit spawnen können. Okay. Ist das da? Ist das da ein Setzling? Das Ding hier? Das da? Man kann auf jeden Fall nichts damit machen. Vermutlich ist das einfach nur eine Möhre und das bringt uns gar nichts. Eine Blume! Come on, ich möchte zumindest ein Buch in dieser Folge noch herstellen. Da hat wieder was hingekackt. Hallo, hallo, Kaki? 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 Wo hast du hingekackt? Sag mir, wo du hingekackt hast. Hallo, Hühnchen? Irgendwo hat ein Hühnchen hingekackt. Ich hab's genau gehört. Egal. Tack, tack. Du. Hallo, kleines Viechchen. Ja, können wir vielleicht sonst noch irgendwas machen? Nicht so wirklich viel gerade, ne? Hier ist auch nichts Neues. Stahl können wir herstellen mit Goldbarren und Eisenbarren. Aber wir haben noch nichts, um mit dem Stahl dann irgendwas zu machen. Da ist eine Blume! Danke. Okay, die wachsen auch in der Nacht. Schade. Das finde ich ein bisschen schade. Wäre witzig, wenn die nur am Tag wachsen könnten. Gut, wir haben noch einen Skillpunkt, den setzen wir auf jeden Fall ein. Und
kriegen. Was wollen wir uns denn überhaupt holen? Textilien schmelzen klingt ganz gut. Ja, komm, wir holen uns Schmelzen. Bringt jetzt nicht so viel eigentlich. Aber ich kann mir vorstellen... Oh, oh, oh. Da waren interessante Sachen. Da war so ein Greifarm. Lass mal kurz gucken. Maschinen. Schaltet Blumenpresse frei. Oh. Und Handwerk haben wir auch. Königsstahl. Königskleidung. Okay. Damit können wir uns auf jeden Fall unseren komischen Rucksack dann holen. Bist du fertig geworden? Ja. Können wir uns auch noch ein modriges Buch hier herstellen. Oh, das dauert wieder übelst lange. Aber dann geht's uns gut. Haben wir noch Kohle für gekochten Fisch? Ja. So, erstmal die ganzen Fische kochen. Und das sollte ja jetzt 25% schneller gehen. Also Fisch ist auf jeden Fall gerade unsere beste Nahrungsquelle. Bringt am meisten. So, das Buch machen wir noch fertig. Und dann gucken wir, was es kann. Und dann langt das, glaube ich, erstmal. Komm, gib mir das Buch. Gib. Ja, Buch. Ja, schön. EP erhält um 15% erhöht. Ach so, aber mehr nicht? Kann man da nicht noch irgendwas reintun? Oh. Okay, das macht nur, dass man mehr EP bekommt. Leder und Papier. Eigentlich gar nicht so viel, was man dafür braucht. Hat was von einem Idle-Spiel irgendwie. Dieses Spiel. Na gut, wir haben dieses Buch hergestellt. Wir haben nicht genug Geld, obwohl. Ne, 250 Geld langt nicht. Langt für überhaupt gar nichts. Uff, das wird noch ein bisschen dauern hier, Leute. Aber ich würde sagen, das langt dann erstmal mit dieser Folge, auch wenn wir nicht so viel hinbekommen haben. Wir haben auf jeden Fall die beiden Inseln hier, die neuen Inseln, erforscht. Hier habe ich gesagt, was ich damit vorhab. Ich bin gespannt, was dann die neuen Inseln noch für uns parat halten. Ein Dungeon wäre mal ganz schön. Ein Dungeon fände ich richtig cool. Aber ja, dann würde ich erstmal sagen, was das mit dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Part verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Yeah.